Meiner Meinung nach, jedes Premium-Smartphone hat den optimalen Schutz verdient, Folks. Und ja, seit einiger Zeit gibt es ja dieses Temptured Premium-Glas. Kostet so um die 10 Euro. Link knall ich wie immer unten in die Videobeschreibung. Bestellt das Teil bitte darüber, aber nur, wenn es was taugt. Und das werden wir jetzt zusammen in diesem Video klären. Die Verpackung der Firma Tinksy habe ich vorher noch nie gehört, hat sich mir noch nicht vorgestellt. Sieht schon mal richtig cool aus. Neunfach gehärtetes Glas, nur 0,3 mm dick. Und der Hersteller verspricht uns auch, sollte das Glas mal zu Bruch gehen, ist es auch nicht spitz, dass es uns aufschlitzt. Ja, lasst uns loslegen. Ein Messer habe ich auch hier. Also wie gesagt, schauen wir doch einfach mal rein. Ich bin dann auch sehr gespannt. Ihr werdet bitte ein bisschen Verständnis dafür haben, dass ich die Glasprozedur dann gleich ohne Kamera mache und euch einfach das fertige Produkt präsentiere. Also alles sehr ansprechend gehalten und auch noch extra verpackt. So, hier haben wir dann das komplette Set drin. Also, das ist schon mal das Glas. Wie gesagt, neunfach gehärtet und nur 0,3 mm dünn. So, schauen wir mal, ob noch irgendwas dabei ist. Jawohl. Ja, die üblichen Staub-Dust-Sticker nennt man die ja. Die werden dann nochmal draufgeknallt und abgezogen, wenn irgendwelche Staubpartikel dann doch unter die Scheibe gekommen sein sollten. Hier auch nochmal in extra groß. Habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Jeder Hersteller von diesem Panzerglas hat er ja so seine eigenen Vorlieben. Was haben wir hier noch drin? Also hier nochmal eine ausführliche Anleitung für Dummies. Ich denke mal, die brauche ich nicht. Und natürlich hier noch wichtig. Was haben wir hier noch? Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, dieses Alkohol Prep Pad. Damit werden wir jetzt gleich das Display des Mate 7 reinigen. Und natürlich vorher hier mit so einem kleinen Mikrofasertüchlein das Display optimal reinigen. Wichtig für diesen ganzen Prozess ist halt, ruhige Fingers, auf jeden Fall, Freunde. Und sucht euch den Raum in eurem Palace aus, der so wenig Staub wie möglich beinhaltet. Das hat sich bei mir doch dann als ziemlich hilfreich erwiesen, da in manchen Räumen wesentlich mehr Staubpartikel in der Luft sind als in anderen. Das Mate 7, wo habe ich es? Hier. Das werden wir jetzt gleich reinigen hier. Ich denke, ich kann ja auch schon mal hier noch vor der Kamera machen. Übrigens ein sehr, sehr geiles Device für alle, die darüber nachdenken, sich das zuzulegen. Ich kann es nur empfehlen, ich fühle mich damit echt crisp, richtig schön, smoothie, eine richtig flotte Performance, gute Haptik, solide Kamera, guter Akku, der Fingerprint-Sensor macht einfach nur Bock. So, also als allererstes reinigen wir das Ganze hier mit dem Alkoholtuch. Die kann man auch in der Apotheke oder bei eBay kaufen, sind ganz nützlich. Wie gesagt, es macht auf jeden Fall Sinn, so ein Panzerglas drauf zu machen. Ich kann euch allen nur empfehlen, legt euch das zu für euer Device, auch wenn ihr jetzt nicht unbedingt ein Huawei Mate 7 habt. Und ja, sollte das Teil mal aufs Display krachen, geht hochwahrscheinlich das Glas kaputt und nicht euer Display, was euch ja dann gleich mindestens 150 Euro kostet, sollte es das Display treffen. Und diese ganze Wechselei, die ist auf jeden Fall auch mehr so eine harte Prozedur. Selber habe ich mich da mal rangetraut, würde ich im Leben nicht mehr machen, da ich auch schon mal das ein oder andere Device damit dann komplett geschrottet habe. Also, seid sicher, haltet das Ganze ins Licht. Gutes Licht ist natürlich auch eine Voraussetzung, dass am besten überhaupt keine Staubpartikel irgendwie da sind. Und ich melde mich dann gleich wieder, wenn ich das Glas draufgesetzt habe. Und wollen wir einfach mal schauen, wie das Ganze mit der Größe passt. Das, ja, so weit, so fett. Das Ganze hat ein bisschen gedauert. 100.000% zufrieden, wie ihr jetzt sehen könnt, bin ich nicht. Ich habe hier unten so ein kleines Luftbläschen unten rechts. Das liegt einfach daran, dass es mir nicht ganz gelungen ist, das Premium-Glas komplett mittig aufzusetzen. Ich habe so einen ganz, ganz kleinen Linksdrall und das ist dann gleich schon zu viel.
Kritikpunkt an dieser Folie ist definitiv, dass sie nicht bewusst ein bisschen kleiner als das Display geraten ist. Da setzen Hersteller ja oft drauf, die solche Premium-Panzergläser produzieren. Hier unten habe ich auch nur so eine kleine Stelle, wie ihr sehen könnt, und hier oben ziemlich fett unter der Hörmuschel so ein Rand. Ich habe das Ganze schon massiv versucht, hier mit diesen Dust-Stickern, mit diesen Staubstickern zu bearbeiten. Es ist an manchen Stellen einfach ein bisschen weniger geworden, also das hat durchaus seinen Sinn. Diese Sticker, die hier beigelegt werden, sind übrigens ziemlich gut. Probiert die ruhig aus und ja, ganz weg kriegt ihr nie, nicht immer. Es kommt aber natürlich auch einfach drauf an, wie das in eurem Fall individuell geraten ist. Ich habe den einen oder anderen Bubble hier, die eine oder andere Luftblase, habe ich ein bisschen kleiner bekommen. Das ruhig oft, ziemlich oft hintereinander versuchen, auch mehrere Minuten. Kann ich euch nur empfehlen. Wechselt dann das Sticker, es sind genug dabei. Ansonsten kann ich nur sagen, bin ich mit dem Premium-Glas hier echt zufrieden. Es fühlt sich sehr, sehr gut an. Mindestens so gut wie das Display selber. Der Schutz ist optimal, ich kann damit leben. Im Display selber habe ich zum Glück überhaupt keine Luftbläschen, also nur hier unten und das fällt jetzt nicht so auf. Punkt ist halt definitiv, dass das Glas der Firma Tingsy ein bisschen kleiner hätte geraten müssen als das eigentliche Display, um es einfacher optimal zu platzieren. So ist das doch sehr, sehr knifflig und geratet ihr ein bisschen nach rechts, links oder zu hoch oder zu tief, dann seht ihr hier gleich diese Blasenlandschaften, die ihr wie gesagt halt ein bisschen minimieren könnt durch die Staubsticker, die dabei sind, aber so ganz kommen die dann nicht weg. Wie gesagt, in meinem Fall ist es noch okay. Alternative ist halt, wenn es euch gar nicht gelungen ist, sprich ihr habt viel zu weit rechts, links oder oben, unten angebracht und es ist eine einzige Katastrophe. Das Glas könnt ihr definitiv, um diese Frage zu beantworten, nochmal abnehmen. Das geht also auf jeden Fall. Solltet euch dann aber tunlichst absolut flott beeilen, das wieder drauf zu bekommen und bitte darauf achten, dass keinerlei Staubpartikel, sonstiger Dreck auf dem Display landet, weil ist der einmal drauf, ist es wie ein Krebs, der gestreut hat, dann ist alles zu spät, wie Metastasen und dann kann euch keiner mehr helfen. Ich habe das Ganze schon mal gehabt. Also nochmal ansaugen tut das Glas auf jeden Fall, wenn ihr es im ersten Anlauf nicht geschafft habt, aber nehmt euch die Ruhe, wie gesagt, dann mit etwas Glück klappt's. So, ich hoffe, ich konnte alle Fragen beantworten. Wenn nicht, belästigt mich damit gerne in den Kommentaren. Und ansonsten dampfen Andy und ich jetzt ab. Wir sehen uns im nächsten Video bei den Droid Kings Folks. Euer Braun. Take care.